Ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt. Dieses Mal ein Download-Titel zum allerersten Mal. Ja, muss ja auch mal sein. Und zwar geht es um Swords and Soldiers. Ein eigentlich eher unbekanntes Spiel, würde ich sagen. Wurde jedoch von der Presse schon hochgelobt. Ist ein RTS. Also das heißt sogar in einigen Seiten beschrieben als eines der besten RTS für die Konsolen oder sogar das beste RTS für Konsolen. Ist im Comic-Stil und in 2D gehalten. Mal sehen. Und Nimo ist eine Firma, die hat Deblob gemacht. Jedoch die PC-Version, jetzt nicht das Wii-Spiel, sondern die Originalversion. Das heißt, die haben das Konzept entwickelt. Schon nett. Bestehend aus 10 Leuten, das Team. Und das ist eben deren erstes, wirkliches, echtes, großes Spiel. Vorher haben sie Flash-Spiele gemacht, wer hätte das gedacht. Wird man wohl am Grafikstil sehen. Gut, fangen wir einfach mal an. Machen wir einen Spieler. So. Muss reichen. Es gibt einen Mehrspielermodus im Splitscreen für genau 2 Spieler. Das Team macht wurscht. Genau, Achievement gibt's natürlich. Das braucht man. 3 Völker, Wikinger, Azteken, Chinesen. Fangen wir einfach mal an. Schwattebart, natürlich. Der Fiese rückt an, er will uns unseren Grill klauen. Was, heilige Potsau? Okay. Ja! Okay. Brauchen wir Gold, bitte. Goldgräberin aus Losling auf dem Bergwerk. Okay. Mal sehen. Können wir ihm einen Hinweis geben, dass... Ah, okay. Ah, ich verstehe. Okay, brauch 70 Gold. Ein interessanter Grafikstil. Von einem Mann gesprochen, warum nicht? Ja, das mache ich schon. Was soll ich noch machen? Wir brauchen Krieger. Okay. Ah. Ah, ich verstehe. Mit Cooldown und allem. Hat was. Sagen wir den Ausbildungs noch einen besser auszubilden. Okay. Verstehe. Das heißt, man muss sie wohl erst erforschen oder sowas. Wahnsinn. Töten sich gegenseitig, das ist sinnvoll. Mit Goldkopf Mana, mit Mana zaubert man. Wir sollten unsere Kämpfer mit Zauberer unterstützen. Können Sie in unserem Lager den Heilzauber erlernen? Heile mit unseren Einheiten in der Schlacht. Okay. Warum nicht? Es ist übersichtlich, das Interface, muss man schon sagen, hat was.
die alle. Kein Mana mehr, nein. Noch mal ein unterhaltsames Tutorial. Gut, ja. Okay. Gut, also typisch RTS, man muss überlegen, macht man nur mehr Goldgräber oder zuerst anhalten, halt wie man es kennt. Okay, man muss anscheinend mal alles neu erforschen, warum nicht? Oi. So viel dazu. Meine Freunde heilen? Oh. Also man merkt wirklich, dass die Entwickler vorher Flash-Spiele gemacht haben. Das ist schon sehr typisch. Ich bin gespannt, was für ein Gewuse das noch wird, wenn erstmal tausende von Gegnern auf dem Bildschirm sind. So viele Blitze haben verdammt. Greifen wir doch mal langsam das Lager an. Wohahaha. Gut, schauen wir uns noch eine Mission an. Das ist wirklich so ein schönes Spiel, wo man ganz viel vorspulen kann. Gut. Ja, ich muss sagen, wirklich unterhaltsam, nettes Prinzip, hat was, Grafikstil sehr nett, alles eigentlich insgesamt ziemlich nett. Wenn das Spiel jetzt noch eine gute Länge hat, kann man sagen, für 10 Euro absolut okay. Also, überrascht mich, ist schon unterhaltsam. Ich frage mich, wie der Zweispielmodus ist, aber das werde ich irgendwann nochmal ausprobieren. Gut, dann danke fürs Zusehen, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich würde sagen, es ist ein gutes Spiel, einfach mal für zwischendurch, wenn man irgendwas Neues braucht, auf irgendein Spiel wartet und sie sagt, ach, ich habe noch 10 Euro übrig, gebe ich dafür aus. Warum nicht? Also denn, bis dann.